Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr so etwas Ähnliches wie einen Regenerationszauber oder halt einen Heal-Zauber macht. Um das zu machen, geht ihr einfach mal in Kismet rein, macht einen Rechtsklick, New Event und dann hier bei Input müsst ihr Key Button Pressed auswählen. Weil jetzt ändern wir einen Key Button, also mit welchem Button dann der Zauber ausgelöst werden soll. Dazu klicken wir jetzt hier bei Input Names auf Q. Und also auf das Plus und dann gebt ihr Q oder irgendetwas anderes ein. Ich gebe Q ein. Dann geht ihr hier bei Input Name rauf, Rechtsklick, Create New String Variable. Und da geben wir jetzt auch bei str Q ein. Und bei VarName geben wir einfach auch Q ein. Gut, jetzt macht ihr einen Rechtsklick, New Action, Actor und dann Attach to Actor. Weil jetzt wollen wir das Partikelsystem adden. Dazu verbinden wir jetzt das Press mit In. Dann gehen wir in den Content Browser rein. Wählen irgendein Partikelsystem aus und platzieren es genau auf dem Player Start. Also hier. Gut. Dann könnt ihr auch noch das Autoplay raus tun. Auto Activate. Also Doppelklick drauf, Auto Activate raus. Okay. Jetzt macht ihr mit dem Partikelsystem markiert. Geht jetzt in Kismet rein. Macht einen Rechtsklick. New Object We're Using Emit Before. Das verbindet jetzt mit Attachment. Danach brauchen wir noch den Player hier drinnen. Dazu brauchen wir eine Variable, also Rechtsklick. New Variable, Player, Player. Upp, New Variable, Player, Player. Jetzt glaube ich es. Player, Player. Okay, und das verbinden wir jetzt mit dem Target. Und hier tun wir jetzt das All Players raus, weil wir wollen ja nur, dass wir geheilt werden, wenn wir Q klicken. Gut. Jetzt gehen wir hier rüber, machen wieder einen Rechtsklick, New Action, Toggle und dann Toggle. Jetzt verbinden wir das Turn On mit Out und das Target mit dem Emitter System. Weil jetzt schaltet uns dann das Emitter-System ein. Probieren wir jetzt mal aus. Klicken wir Q. Man sieht schon, es kommt. Rundum wird es so komisch. Machen wir Behind View. Bam. Ist ein bisschen jetzt daneben meines. Man sieht es hinter mir ist es ein bisschen. Das liegt daran, weil das Partikel-System wahrscheinlich hinter mir ist, ja. Ziehen wir das nochmal. Ja, also das müsst ihr wirklich genau platzieren, ansonsten sieht es eben so aus. Ich lasse das jetzt, ihr könnt es genauer platzieren, aber ich lasse es jetzt. Nochmal hier raus, ja. Okay, ich lasse es, ihr könnt es genauer platzieren. Okay, jetzt haben wir das Partikelsystem geaddet. Jetzt wollen wir natürlich noch, dass es uns heilt. Dazu machen wir einen Rechtsklick, New Action, Actor, dann hier bei Modify Health. Müssen wir einfügen und dann hinaufklicken und hier Heal reintun. Da können wir zum Beispiel Amount reintun, sagen wir 5. Und dann verbinden wir das In mit Pressed. Und das Target mit Player. Gut. Jetzt kopieren wir das nochmal, weil wir wollen ja nicht, dass wir gleich alles geheilt bekommen, sondern in Schritten. Es gibt wahrscheinlich eine einfache Variante als die, was ich jetzt zeige, aber ich kenne eigentlich nur die, aber ja. Also ihr kopiert das einfach zum Beispiel 3-mal. Sagen wir 4-mal. Hier bei Out. Danach klickt ihr überall bei Out drauf. Dann macht ihr ein Set Active Delay, also wir wollen eine Verzögerung reinmachen. Das sagen wir von 2 Sekunden. Gehen wir hier rüber. Active Delay. Hier. Auch 2 Sekunden. Brauchen wir hier noch ein Delay. 2 Sekunden. Und das war's. Also jede 2 Sekunden hält uns jetzt 10 Leben. Dann gehen wir auf Key Button Pressed und dort können wir das Trigger Delay einstellen, also wie viel mal, also wie schnell man wieder Q klicken kann. Da könnt ihr zum Beispiel 60 eingeben oder sagen wir 20, ne 10. Das heißt, in 10 Sekunden können wir das Q wieder klicken und es heilt uns wieder. Okay, das wäre eigentlich die ganze Kismet-Funktion, wie man einen Heal-Zauber macht. Und jetzt füge ich noch schnell einen anderen ein. Weil wir müssen ja auch hier die Leben verlieren. Also add actor, add trigger. So, using trigger, touch. Wieder new action, actor. Wo ist das? Und hier touched. Dann verbinden wir das mit dem hier. Also ich füge jetzt einfach nur etwas ein, dass wir dann auch Leben verlieren. Gut, dann sagen wir verlieren 70 Leben. Gut, probieren wir es mal aus. Okay, jetzt gehen wir hier rein, haben 70 Leben verloren.
Klicken wir einmal Q. Man sieht 35, 40, 45. Gut, dann ist mal noch behind für. Man sieht 50. Ja, jetzt muss ich 10 Sekunden warten. Jetzt kann ich wieder aktivieren. 60, 65, 70. Wieder 10 Sekunden warten. Kann wieder aktivieren. Also das wäre es jetzt, wie man sich heilt. Das ist eigentlich die ganze Funktion. Und eben wie gesagt, den hier müsst ihr einfach wirklich genau platzieren, sodass er auch funktioniert. Weil bei mir hat man ihn nicht, jetzt eigentlich nicht so gut gesehen. Das liegt eben daran, weil ich ihn nicht genau platziert habe. Probieren wir das jetzt nochmal aus. Jetzt sieht man es. Jetzt warten wir einfach mal 10 Sekunden schnell. Jetzt verlieren wir schnell mal Leben. Bam. Jetzt heilen wir uns. 10 Sekunden warten. Jetzt heilen wir uns. Man sieht schon, jetzt sieht man das Partikelsystem gut. Also ihr müsst es einfach genau platzieren. Ja, das war's, wie man ein Regenerationssystem macht. Oder halt ein Zauber. Und ja, bis zum nächsten Mal.